Das Betreten der Tegur-Anlagen ist untersagt. Wer dagegen verstößt, wird exekutiert und zu einem Puppet transformiert. Was diese freundlichen Dudes wohl mit uns vorhaben? Tja, keine Ahnung. Genießen wir also noch dieses harmlose Spiel, solange wir es noch können, ne? Blip. Und da steht er, der Peter. So. Ach ja, wir waren ja schon hier. Ja, die Sonne geht natürlich mal wieder unter. Und wir sind ja heute auf dem Weg zum Hafen des Fluges. Na, ich war ja hier noch in der Stadt. Hab geguckt nach Autoteilen, aber nicht gefunden. Noch einen Airdrop gemacht. So, jetzt ist das Mikrofon auch ein bisschen ausgekugelt. Hammer. Schraubendreher, Hammer. Kein Autoteil, auch das kennen wir ja. So, der Flughafen ist ja nicht weit weg. Meine Güte. Wird er das Auto jammern, dann wird er es auch sagen. Ich blute. So, dann schauen wir mal, Ladies und Gents. Ich glaube, wir haben den Parkplatz-Spot getriggert, wa? So. Ja, ich habe kein Scope nicht. Ich glaube, da steht. Doch, ich glaube, da steht ins Drin. Irgendwas Gelbes ist da. Egal, ich muss eh dorthin. Weil wegen Reparaturgedöns und so. Ich wollte mal gucken und so. Okay, der Bot ist auf dem Weg. Ach, wir triggern doch sowieso die ganzen Penner. Nee. Ganz so viele Puppies hier, hä? Hat noch gemeckert. Du fuck. Nee, das ist keine gute Idee. Ja, wir sind ja immer noch trocken, fällt mir gerade so ein. Scheiße. Jetzt tickt's. Der Bot. Ach du fuck. Wie doof bin ich? Ups. Oh ja. Wir sind trocken. Ein Draht. Das war jetzt eine reine Party. Aktion. Du schießt da hin. Scheiße. Na Kinder, habt ihr auch so viel Spaß? Ich wollte in die Tür rein. Wisst ihr, die Knarre! Weil ich ja auch wieder leise machen wollte, weißt du, extra die Schrotze drinnen gelassen, ne? Knarre, aber ich habe vergessen, dass wir da nicht aufgemümpelt waren. Warum habe ich überhaupt Munition? Macht gar keinen Sinn. So, jetzt haben wir einen Haufen Mümpeln. Ne, haben wir nicht. Schön wär's. Wir haben gar keine Mümpeln. Was ist denn das für eine hässliche Jacke? Die hält ja gar nicht aus. Ich denke, das ist eine Lederjacke. Angelrolle haben wir auch noch da. Die Kochbücher sind da. Und eine Packung Pistolenmumpeln. Weißt du, was wir vergessen haben? Die EMP-Granate. Können wir gleich wieder rausgehen. Aber erstmal gehe ich hier da rein. Nee, warte, war das dort? Ja, oder? Autoreparaturset und so. Ist das alles anstrengend, ja. Mensch, pack's ein, Junge! Jetzt mal. Mit Ruhe.
Das hast du davon, du musst schneller rennen, Pummel. Wieso machst du das immer? Müssen das Schwert jetzt ziehen? Gott. Autoreparaturset? Gibt's hier keine Werkstatt? Wo war denn das Ding? Das ist doch kein Flugzeug. Oh, guck dir die ganzen Buben an! Jetzt sehen wir, Triffdrück nicht da reagiert. War hier eine Werkstatt? In Ruhe. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur ein Bier getrunken. Ja, war doch irgendwo auch eine Werkstatt oder bin ich jetzt komplett aus der Lobotomie gerollt? EMP. Da ist das Ding. Haben wir noch Mumpeln? Wir haben gar nichts mehr, hä? Aber naja, Munition wird unterschätzt. Ja schön, wir haben Mumpeln, aber leider ist die Waffe dafür nicht hier. Na toll. Oh fuck. Schweig er, Narr! Ja, der Dicke checkt's nicht, wie er um die Ecke laufen kann, hä? Das Blöde ist, jetzt sehe ich auch nicht, wo der andere Bot ist. Jetzt habe ich mindestens 2 oder 3 getriggerte Bots. Und eine getriggerte Puppi. Die wahrscheinlich gerade dann rafft, wo ich bin, wenn ich hier los sprinten will. Ja, da kommt ja immer. Kommt ja immer dann, wenn ich hier beschäftigt bin, hä? Wir müssen da rüber. In das nächste Gebäude. Oh, Puppi. Geh weg. Du hässliches Teil. Du Teil. Eine Maske. Ein Helmet. Können wir die Maske aufsetzen? Yay. Oh. Der hat doch gar keine Ohren. Moment, mein Kleiner. Das muss ich mal eruieren. Was ist denn hier los? Muss das so? Ich glaube, das muss so, hä? Jetzt lächelt er wenigstens mal. Ein freundlicher Typ, ja. In der Phase, wo sind wir denn nun? Die blöde Puppi hat die Gusche, du machst mich ganz nervös. Hi, wie mir die Pflaume juckt, hi, wie mir die Pflaume juckt, heute Abend lass ich jeden ran. Ich glaube, wenn wir hier runterhüpfen, kriegen wir trotzdem Aua, das sind immer noch so 4-5 Meter. He? Klingt wenig, ist aber viel. Ah, der braucht schon eine ganze Weile, hä? Ich sehe immer noch, ist da jetzt ein Flugzeug drin? Hallo, Puppi! Wahrscheinlich auch geht's drin, hä? Sieht nicht so aus. War ja klar. Jetzt hängt er am Busch, wie geht denn das? Ganz neue Methoden.
bin mir neu hier. Geist! Ach, hier sind ja zwei. Ei vor Gott. Nee. Oh shit, ich sehe nicht. Aber er sieht mich auch nicht. Geile Außenansicht. Du siehst mich einfach nicht. Oh, warte mal, hier kann ich was einzahlen. Einzahlung 176. Juhu. Jetzt meine Bankgeschäfte gar nicht machen. Wieso blüte ich denn schon wieder? Oh. Da kommt man doch nicht raus, hä? Da kommt man nicht raus. Eine Bar. Ja, scheiß auf den Hamster. Noch mehr Salz. Und Wasser. Das passt ja. Haben wir Bier? Ich kann nichts trinken. Oh, dieses Spiel ist so verbuggt! Wieso kann ich ja nichts trinken? Ja, ist eine Funktion, dass man trinken kann. Hier kann ich wieder nicht trinken. Aber nein, ich weiß natürlich, dass man die Maske absetzen muss. Ich bin ja nicht dumm. Haben wir überhaupt Durst? Wie juckt's trinken? Wir müssen hydriert bleiben. Der Mensch ist eine Gurke mit Gefühlen. Komm, gucke weiter. Geh, 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 geh. Da müssen wir hin zur Halle. Ach du Scheiße. Ach, guck hier, die Puppi hier. Ja, hätte, bist du eh mal vorbereitet. Oh, Mützchen. Ich hab ja ganz vergessen, dass hier ja nur noch so, was für Möte Puppies hier ist, ne? Mützen, Handschuhe, der ganze Bums. Ich komm mit, mein Großer. Soll ich schon noch das Händchen halten? Hä? Jetzt sind ja keine Puppies drin. Na ja gut, aber okay, Loot. Was wollen sie bewachen? Mümpeln. Also Mumpeln, das ist ja nicht so das Problem. Aber Waffen? Bitteschön. Witzen. Ich gehe gleich nach Samobo in der Sporthalle. Das ist echt nur noch für Mödehuren. Taktische Armee. Die nehmen wir mit. La 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 la. Mumi Mumi Mumi. Tiralala, tiralala, tiralalalala. Tree try trollala. All the puppies! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ich hab one-shotted. Und jetzt habe ich natürlich wieder den üblichen Fehler gemacht. Nicht dran gedacht, dass ich keinen Schalldämpfer für das Schrotze habe. Wup, wup. Oh, da haben wir einen Schalldämpfer, aber nicht für das Schrotze. Oh ja. Geh weg. Ich habe einen Einsatzhelm. Da brauche ich nämlich auch die Schmalzstopfer nicht mehr. Was ist denn das hier? Ich höre da wieder irgendwas rumgetrippelt und getrappelt. Oh, gucke, das ist ein blöde Rohr. Was für ein Betrug hier. Da denkst du, das fällt nicht auf, hä? Ach, wir brauchen einen besseren Hintergrund. Och, da ist er schon so in die Schnülle wach. Ich hab gelernt, jetzt sind wir leiser. Das
Rätsel. Wir haben wieder etwas Mumpeln dabei. Das ist nicht so viel, aber die haben wir ja schon. Also Hülsen haben wir jetzt genug. Ich muss ja schon bald mal Klamottenschrank bauen, hä? Das will ich gar nicht erst anfangen, dass ich erst mein ganzes Gerümpel in der Base in einen Schrank tue und das dann erst nach und nach ordne und so, ne? Das möchte ich ja schon ein bisschen eher. Halt. Die nehmen wir mal mit. Einfach so, weil wir es können. Aber die Rauchgranate, das ist nicht irgendwie, hat jetzt nicht wirklich einen Sinn. Ne? Also die Puppies fallen nicht drauf rein, die Bots fallen nicht drauf rein. Ja, endlich haben wir hier unser Waffenmesserholster. Wunderhübsch. Muss erst mal hier bis zum Erdboden scrollen. Hat geguckt, hab ich keine Schuhe, doch. Kleiner Muck. Oh, du Fauses! Siehst du? Deswegen hab ich die Mumpeln mitgenommen. Da ist jetzt aber kein Platz. Was ist hier Phase? So, blub. Also schon allein jetzt müsste ich eigentlich sagen, raus hier, ne? Weil die VSS, ein gutes Stück Technik, HSF-19 nehmen wir auch mit. Können wir den nächsten dann switchen von der M9. Okay, jetzt lohnt sich langsam der Loot. Wir haben noch einen Gedöns und dann schauen. Und dann schauen wir mal. 155 Ruhmpunkte. Und ein Hut. Mützchen. Mehr Mützchen. Wieso gibt es ja eigentlich keine Kondome? Ich frag doch mal so. Deswegen gibt es vielleicht hier so viele Puppies, hä? Die schnackseln halt gerne. Ja, genau deswegen bin ich froh, dass es bloß eine Rauchgranate ist. Wenn ihr auf der Map irgendwo Rauch seht oder sowas, das bin dann ich. Ich krieg's nicht geschissen. Der Kreis hat nach außen gezeigt, ne? Aber ich weiß es nicht, was hier los ist mit dem Dude. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo der Bot ist, Shane. Hauptsache alle anderen sehen, wo ich bin. Ach Gott, ist das alles traurig. Der wartet aber irgendwie, bis ich nachgemumpelt hab. Hallo! Halt mal! Da kannst du nicht halten! Bitte schießt er wieder nicht! Hat doch nachgeladen schon! Ja, deine Mutti knickknack! Ich habe Schmerzen! Der Springer! Und deswegen, liebe Kinder, es ist immer gut zuzuschließen. Oh, gucke dir das an, kleine C2, ja? Und wir müssen sehen. So angstschnullrig. Ach, das machen wir ganz chillig hier. Ah, das ist direkt vor der Tür. Soll mal eine Ohrspülung vornehmen? Prophylaktisch gegen das Knalltrauma von der Schrotze, hä? Ja, ich helfe ja, wo ich kann. Ja, ja, der Dulli steht genau da draußen. Komm, ich pack deinen Willi ein. Nee, bleib hier! Help me! Was soll ich denn machen? Gott wird über dich richten. Noch mehr hier für diesen Mumpel da. Für die VSS. Ein K.A.R. Huch. Halt es weiter weg als ich dachte. Jetzt dreht der Bot um, gleich gibt's Ärger. Oder auch nicht. Wird der Gegenteil da? Das Flugzeug ist da! Und der Propeller! Der ist auch da. Wo soll er sein? Naja, aber hier, von hier aus kann der mich sowieso nicht abschießen, ne? Und hier haben wir genug Zeit, weil der Bot läuft ja hier eine recht große Runde, ne? Das Ding ist, beim letzten Mal bin ich halt in Panik geraten, ne? Und bin dann halt an dieses Geländer gekracht.
Die Steuerung am Boden, die ist richtig ranzig. Vielleicht, also früher war es so, wenn der Bot dich einmal getroffen hat, war in der Regel das Flugzeug schon im Arsch. Wir müssen die Kurve kratzen, im wahrsten Sinne. Wir müssen bloß... Oh, scheiße. Nicht... Oh, der dreht nochmal. Oh oh. Ich krieg die Karre wieder nicht raus, ey. Das geht mir auf den Sack. Renn! Ich hasse die Flugzeuge! Aber zum Glück rennt eine große Runde. Wir kriechen die Karre doch raus, ja, kacke Thema. Ach, wir schubsen das Ding jetzt noch ein paar Mal und dann, ne, haben wir freie Bahn. Aber er scheint, also bis jetzt stellt er sich genauso behindert an wie Böhnchen. Langsam hab ich den Eindruck, es liegt an mir, aber nee, das kann ja gar nicht sein. Skill und so. Ja. Wem mache ich hier was vor? Ich zünd jetzt mein Räucherhäuschen an. Mit Mutzel dran. Das ist der Nachteil. Ich trage ja so gerne schwarz, ne? Und dann überall Fusseln und Mumeln und hast du nicht gesehen. Und nicht, dass der das Flugzeug kaputt latscht. Es ist kaputt. Also es brennt. Kaputt ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist kaputt. Ich glaube, das explodiert gleich. Naja, das war's. Wir hätten es geschafft, aber nee. Dieser blöde Kackbot. Vielleicht finden wir ein altes Reparaturset. Eigentlich findet man ja gar nichts. Das ist ja hier der reinste Enttäuschung. Reparaturset. Besser wie nichts, wa? Das können wir nicht mitnehmen, Shane. Oh, können wir die Läppchen zusammenbinden? Hätte der das jetzt nicht kaputt gemacht, hätten wir es noch holen können. Aber nö. Scheiße. Bin enttäuscht. Das muss ich mit... Was ist denn mit dem kaputt? Meine Fresse. Schön mal deine Base, Junge. Die sind alle so unschillig. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Oh, roter Feuerwehrhelm. Wer hätte es gebraucht? Mein Gott, wo ballert der denn drauf? Aber das hätte mich jetzt so gewundert, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte. Und mal wieder haben wir die EMP nicht benutzt. Aber die 10 Sekunden hätten ja auch nicht gebracht, ne? Das Ding dahin zu schieben und so. Die Puppies hinter mir. Oh! Oh, der Bot dreht um! Hast du weh, du blöde Kuh?
Der Gott liebt uns beide nicht, der wird uns beide vernichten! Geh weg, graue Käppchen! Mann, bist du blöd! Hört doch mal auf! Fass mich nicht an, ich hab den Rucksack erst sauber gemacht! Meine Ausdauer geht gleich runter. Jetzt kriegst du ins Maul! Was ist das für ein Käse? Ja, es war ja sein erster Ausflug, ne, auf den Flughafen. Vielleicht sollte ich habe mir auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mir so ein Flugzeug zu spawnen, nur um mal das zu üben, am Boden zu lenken. Ne, fliegen und landen und starten, das ist ja eigentlich schon nicht das Problem. Dieses Gelenke. Bis zu 20 km/h kannst du das überhaupt gar nicht steuern. Von 20 bis 21 km/h kannst du steuern. Alles über 21, da ist das wieder stocksteif. Na immerhin, wir haben ein bisschen was rausgeholt, ne? Eine VSS ist so unschlecht. Im Bunker schon kein Glück gehabt, aber eine VSS rausgeholt. Naja, was... Warum auch nicht? Das ist doch eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, Magazine müsste ich mir schon holen können. Für das Ding, oder? Ne, ich glaube, ab 250 kann ich mir das erst holen, ne? Ich wollte eigentlich in erster Linie gucken, ob die Flugzeuge hier verbuggt sind, aber offenbar jetzt mit dem neuen Char scheint es zu funktionieren. Und das ist ja schon mal wichtig. Das heißt also, wir haben dann nicht nur einen Spot, nämlich da oben, sondern wir haben dann eben auch den Spot, den wir dann wieder öfters frequentieren können, um uns ein Flugzeug zu holen. EMP-Granate haben wir ja noch, die werden wir natürlich behalten. Aber ich denke mal, Flugzeug ist jetzt auch nicht so der Hauptbums. Ich muss mich erstmal ausstatten. Das heißt also, ich brauche erstmal wieder ein paar Gewehre. Eins haben wir ja jetzt, die VSS, ganz wichtig. Und was wir halt da noch brauchen, sind Magazine. Mumpeln haben wir ja auch ein paar. Und dann können wir wahrscheinlich schon mal wieder ein bisschen weitersehen. So, hier haben wir ein AKS. Die AKS-Dinger sind voll. Gab es Munition und alles. Und eine AKS haben wir, glaube ich, auch. So, hier ist so ein AS-Wahlmagazin. Wunderhübsch. Da mumpeln wir das gleich mal rein hier. Ja. Es war an sich wieder sehr lehrreich. Ich hätte es ja fast geschafft, ne? Wäre der Bot nicht so blöd gewesen, hätte das Flugzeug kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es kaputt gegangen ist, weil er drauf geschossen hat oder weil er reingelaufen ist. Es hat sich fast so angehört, als ob er reingelaufen wäre, während er die Granaten abgefeuert hat. Ist er einfach weitergelaufen und hat das Flugzeug kaputt gemacht. Ich glaube, die erkennen auch nicht, dass da irgendwie was ist. Ne? Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Aber naja, so ist das halt. Ne? Was willst du machen? Hat sich gelohnt, alles in allem. Und wir sind nicht gestorben. Wir bessern uns, ne? Ja, dann würde ich schon mal sagen, danke fürs Zugucken. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich kein Video sein. Das nächste wird wahrscheinlich am 1. Dezember sein. Livestream. Schaut mal beim Kanal vorbei. Ich werde dann den Livestream ja eine Ankündigung machen, beziehungsweise es wird dann eingestellt, dass der Livestream dann, ich würde mal sagen, ja, ihr könnt ja in die Kommentare mal reinschreiben, welche Uhrzeit da euch ungefähr recht wäre am 1. Ich würde mal so sagen, vielleicht so gegen 18 Uhr. Und das wird jetzt auch kein mega langer Livestream werden, also vielleicht 15 Minuten oder so. Wir machen die Auslosung und dann wünsche ich euch noch schönes Wochenende und den ganzen anderen Scheiß. Ne? Also, wer bei der Auslosung mit dabei sein möchte, merkt euch schon mal den 1. Dezember vor. Ist ja bald soweit, ne? Und dann werde ich mal sehen, wie wir die Auslosung jetzt machen. Ob über so ein Auslosungssystem, Software-Gedöns oder halt wieder mit Hut und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, wer es noch nicht gemacht hat, bitte die Größe angeben. Ansonsten fehlt der Zettel im Hut, beziehungsweise dann der Name im Auslosungssoftware. Pillepalle und so. In dem Sinne, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und bis zum 1. Dezember und ich wünsche euch schon mal viel Glück. Tschüss. Hi, wie mir die Pflaume juckt, hi, wie mir die Pflaume juckt, heute Abend lass ich jeden ran.